Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und auch bei diesem Video habe ich Unterstützung von Felix bekommen. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Du bist ja so ein bisschen der Pro im Bereich Staking und einige Fragen von euch kamen direkt nach dem letzten Video. Ja, bitte seid so lieb, kommt sehr, sehr gerne in den FFTK Crypto Talk. Das ist quasi hier nur so die Einleitung und so das Grobe. Wenn ihr wirklich genauere Fragen habt, helfen wir euch sehr, sehr gern. Müsst einfach nur den Kanal joinen und dann seid ihr dabei. Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ja, lasst uns starten mit der zweiten Ausgabe zum Thema Staking. Und heute geht es um die Frage Neblio. Neblio staken mit einem Raspberry Pi 3. Okay, also unser kleines FFTK-Spezial. Wichtig vielleicht vorab, wo bekommt ihr so ein Raspberry Pi her? Wie viel Ahnung müsst ihr haben von PCs? Naja, sagen wir so, ihr solltet auf jeden Fall schon ein bisschen Grundverständnis haben. Ihr solltet jetzt vielleicht nicht das zweite Mal in eurem Leben den PC angemacht haben heute, sondern schon ein bisschen mehr damit getan haben. Im Prinzip ist das so eine Art kleiner Minicomputer, den ihr euch da kauft, der sehr, sehr wenig Energie spart. Also er arbeitet quasi genau wie jeder andere Rechner auch, hat also Rechenaufgaben, die gelöst werden oder die erarbeitet werden. Nur er verbraucht extrem wenig Strom. Und das ist zum einen natürlich Thema Ökologie, also Strich Umwelt und so weiter, natürlich sehr viel nachhaltiger. Aber vor allem eben auch, was den Geldbeutel betrifft, denn eure Stromkosten sind dadurch sehr, sehr gering. Allerdings muss man dafür einmalig ein Invest in die Hand nehmen. Aktuell liegt das Ding bei 58 Euro und auch hierzu findet ihr in der Beschreibung den sogenannten Affiliate-Link. Das heißt, ihr bestellt bei Amazon ganz normal, ob ihr das nun über den Link kauft oder über eine eigene Recherche, ihr zahlt den gleichen Preis. Aber wenn ihr über unseren Link kauft, dann erhalten wir eine Provision und ihr unterstützt damit den Kanal. Also wenn ihr das sowieso kaufen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es über unseren Links macht. Okay. Den gibt es in schwarz und in weiß. Ich selber habe ihn in weiß. Ich glaube, Felix hat einen in schwarz. Von daher haben wir beides mal ausprobiert. Viel wichtiger ist aber, was ihr im Innenleben seht. Ihr seht also unten links mal so ein Netzteil. Daneben so eine Verpackung, also eigentlich nur eine Hülle, wo das reinkommt. Und rechts seht ihr das Mainboard in Miniatur. Eine SD-Speicherkarte, eine Micro-SD, die da reinkommt in diesen Adapter. Das seht ihr da mit so einer kleinen weiß aufgemalten Himbeere. Und daneben seht ihr halt so das Hauptmodul, dieses kleine Mainboard, wo eben alles mögliche an Anschlüssen reinkommt. Und das reicht schon vollkommen. So, also, wenn ihr das Ganze habt, dann, oder das ist die Grundvoraussetzung, dann starten wir. Und zwar müsst ihr nun als allererstes einmal eine Software herunterladen. Ich persönlich habe es über einen Windows-Computer gemacht, weil es mit Mac nicht funktioniert hat. Ich würde euch vielleicht auch empfehlen, auch wenn ihr vielleicht generell Mac verwendet, für diese eine Aufgabe vielleicht mal einen Windows-Computer zu benutzen. Und zwar ladet ihr euch kostenlos den Win32 Disk Imager herunter. Den Link findet ihr hier, aber auch in der Beschreibung. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sieht das wie folgt aus. Ihr seht jetzt mal, die Maske ist geöffnet und wir laden ich gehe nochmal zurück, um hier eine Image-Datei zu laden. Das seht ihr jetzt in diesem weißen Balken. Da sollt ihr gleich eine Datei laden. Brauchen wir natürlich erst einmal eine Datei. Und diese Datei ist die folgende, die Raspbian Stretch. Raspbian Stretch ist quasi das Betriebssystem von diesem Raspberry Pi. Und wir müssen dieses Betriebssystem jetzt auf die im Lieferumfang enthaltene Speicherkarte tun. Diese Speicherkarte ist am Ende so eine Art Festplatte für uns und wir müssen jetzt das Betriebssystem auf die Speicherkarte kopieren, damit dann die Speicherkarte, wenn sie in unserem Raspberry Pi steckt, eben dem Raspberry sagt, okay, bitte öffne jetzt dies oder das oder tu dies oder das. Und damit ihr das herunterladen könnt, auch hier wieder der Link in der Beschreibung. Und Ziel ist also, dass wir jetzt dieses Raspbian Stretch mit Hilfe dieses Win32 Images auf die Speicherkarte bekommen. Ja, nur damit ihr so grob versteht, warum wir das machen. Okay, nun kann das heruntergeladene Image, also es ist eine sogenannte Image-Datei, auf die SD-Karte geschrieben werden mit dem eben gesehenen Programm Win32 Disk Imager. Wenn wir das gemacht haben, das dauert so, ich glaube, ungefähr 10 Minuten. Wenn ihr das gemacht habt, dann legt ihr die Karte jetzt inklusive oder den Adapter mit der Micro-SD drin, den legt ihr jetzt schiebt ihr in euren Raspberry Pi ein. Dann Raspberry einlegen und eine Tastatur und Maus einstecken. Ich habe euch ja gesagt, das ist so ähnlich wie ein kleiner Computer. Der braucht natürlich auch Eingabe und das macht man eben in der Regel mit Maus und Tastatur. Ich habe mir jetzt selber so eine Miniaturversion dafür extra bestellt. Die sind bei mir in der Schublade und wenn ich mal den Raspberry bedienen will, dann hole ich sie einfach raus. Ihr könnt aber auch ganz normal eure ganz typische Maus oder irgendwie vielleicht eine Ersatztastatur und Maus, die ihr noch im Schrank habt oder im Keller habt, ganz einfach benutzen und die eben anstöpseln.
Ich zum Beispiel habe dann den Raspberry mit per HDMI an meinen Fernseher geschlossen. Das ist dann quasi mein Bildschirm. Ihr könnt aber natürlich auch jeden x-beliebigen PC-Monitor nehmen und den eben als eure Grafikoberfläche sozusagen nutzen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr hier unten rechts einmal, wie sowas genau ausschaut. Ja, wie ihr den am Anfang richtig einstellt, wie ihr ihn von Englisch auf Deutsch bekommt, das könnt ihr hier in diesem Video sehen. Ich glaube, es ist von Sempervideo ein sehr, sehr gutes Video, sehr, sehr schön erklärt und vor allem ein Step-by-Step-Tutorial, wo ihr wirklich ganz, ganz entspannt immer mal wieder Pause drücken könnt und genau gucken könnt, wie stelle ich jetzt meine Sprache richtig ein, die Uhrzeit und so weiter. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen rahmensprengend. Einige von euch wissen vielleicht schon ganz schnell, wie es geht. Aber ansonsten nutzt bitte dieses Video, um eben die Ersteinstellung an eurem Raspberry Pi durchzuführen. Das müsst ihr auch nur ein einziges Mal machen. Okay, wenn wir das erledigt haben, dann ist quasi der Raspberry Pi einsatzbereit. Die Betriebssprache ist dann plötzlich Deutsch und wir können also loslegen. Ja, jetzt nochmal den Softwarestand checken und die Remote Desktop Verbindung. Das macht man, indem man eben dem Video folgt von eben. Und wenn ihr das getan habt, dann ist also quasi der Raspberry Pi mit dem Internet verbunden und ihr könnt ihm jetzt entweder Software aufspielen oder über gewisse Befehle aus einer sogenannten oder aus einem Terminal könnt ihr dann mit gewissen Befehlen dem Raspberry sagen, was er zu tun hat. Ja, diese Befehle sind genau das gleiche als ein einfaches Beispiel. Ihr könntet jetzt mit der Maus auf einer grafischen Oberfläche draufklicken, den Ordner öffnen, in dem Ordner auf eine Datei klicken, die Datei doppelklick und dann würde sie installieren, nachdem ihr auf Ausführen klickt. Das ist ja so, dass wie ihr das kennt. Man könnte es aber auch jetzt hier einfach reinschreiben ins Terminal als Beispiel Befehl Doppelpunkt, öffne sofort jetzt den und den Ordner, Eingabe. Und schon würdet ihr mit diesem Befehl genau das gleiche bezwecken wie eben mit eurer Maus. Ja? Nur damit ihr versteht, wofür man sowas braucht. Und jetzt müsst ihr ganz simpel und stupide diese Befehle, die wir hier eingetragen haben, eben ganz einfach hier übertragen und dann installiert ihr quasi schon mal die ersten wichtigen Dinge, die ihr braucht. Und danach, wenn ihr das gemacht habt, müssen wir natürlich nochmal die Nebius Software laden. Und das funktioniert genauso. Ihr geht also wieder ins Terminal-Fenster, gebt dort diese lange Adresse hier ein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann installiert ihr euch die Nebius-Software auf eurer Karte. Ja. So, wenn ihr das gemacht habt, dann ist es relativ einfach, denn plötzlich erscheint hier bei euch, Moment, ich gehe nochmal zurück, genau hier, auf dem Desktop nenne ich es jetzt einfach mal, da wo die Sonne scheint, da seht ihr dann plötzlich ein kleines Symbol und das widerspiegelt dann eure Nebius Wallet. Also so wie ihr es dann vom Computer kennt, habt ihr jetzt quasi eine Datei installiert und die öffnet ihr und falls ihr Nebius schon mal verwendet habt, oder verwendet aktuell, dann wisst ihr ja, wie die Oberfläche ausschaut. Man hat dann oben drei Einstellungsmöglichkeiten, nämlich Datei, Einstellungen oder Hilfe bei dieser Software. Und wir gehen jetzt in diesem Fall einmal auf Einstellungen und ja, gehen einmal kurz auf die Konfiguration, stellen uns das ein, wie wir das gerne möchten und können vor allem auch ein Passwort erstellen oder auch ändern. So, jetzt ist noch eine Sache sehr wichtig, die hat jetzt oder ist hier noch nicht ganz drin bei der Präsentation und zwar, wenn ihr das Ganze installiert habt, dann müsst ihr natürlich auch erst einmal die Nebius auf diese Wallet schieben. Das geht ganz einfach, indem ihr, wie ihr es kennt, senden und empfangen eure Wallet-IDs eben kommuniziert und dann euch die Nebius rüberschickt. Wenn ihr das gemacht habt, dann steht bei euch unten rechts, da sind dann so vier graue Zeichen. Und eines dieser Zeichen zeigt euch an, dass die Internetverbindung steht. Ein anderes Zeichen zeigt euch an, wie viele Netzwerke mit euch verbunden sind. Und daneben seht ihr so einen kleinen grauen Münzstapel. Und dieser Münzstapel, wenn ihr mit der Maus darüber geht, steht für Staking. Und der darf nicht grau sein, sondern der muss blau sein. Also der muss richtig Farbe haben. Und das passiert wie folgt. Ihr habt also eure Nebius auf dieser Wallet und müsst dann ungefähr 1 bis 2 Tage warten. In diesem Moment maturen die, also die Nebius reifen sozusagen. Und die Blockchain muss jetzt erst einmal speichern, dass eure Nebius ab sofort auf dieser Wallet sind. Und erst wenn das sozusagen überall kommuniziert ist, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sozusagen aus dieser grauen Fläche eine blaue Fläche macht und plötzlich seid ihr wirklich am Staken. Was auch noch wichtig ist, und das ist der Punkt, den die meisten falsch machen, ihr müsst danach euer Wallet, wie ihr hier seht auf dem Bild, unter dem dritten Punkt noch entsperren. Hier steht jetzt Wallet sperren, das heißt, Felix hat es bereits entsperrt, aber bei euch müsste hier stehen Wallet entsperren, weil ihr es eben natürlicherweise noch nicht entsperrt habt. Ja? Das heißt, wenn ihr staken wollt, müssen Nebius auf dieser Wallet sein. Dieser Raspberry Pi muss durchgehend an sein, deshalb haben wir uns ihn ja gekauft, damit er wie ein kleiner Computer wenig Strom verbraucht, aber immer an ist.
Und ihr müsst dieses Wallet freigeben, also die Wallet entsperren. Dann seht ihr hier unten rechts bei euch dann ein kleines Schloss, das plötzlich aufgeklickt ist. Neben diesem Münzstapel gibt es auch noch ein kleines Schloss und dieses Schloss ist offen und das bedeutet, ihr habt alles richtig gemacht. Also Schloss offen, Münzen nicht grau, sondern blau leuchtend unten rechts als Symbol und hier natürlich gucken, ob alle Konfigurationen richtig eingestellt sind bei euch. Und dann kann es losgehen. Ich glaube, Nablio hat aktuell ungefähr 10% im Jahr an Reward. Das heißt, wenn ihr also 100 Nablio habt, habt ihr ein Jahr später 110 und dann werden ab dem zweiten Jahr natürlich die 110 wieder vergütet. Und somit ist das auch ein schönes Geschäftsmodell fürs passive Einkommen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze hinbekommt, wenn ihr einigermaßen erfolgreich seid mit Nablio und vielleicht ein richtig schönes passives Einkommen auf lange Sicht erzielen könnt. Und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas unverständlich war, dann kommt sehr gerne in den Crypto-Talk oder schreibt mich hier unter in die Beschreibung. Dann helfe ich euch gerne. Aber ansonsten findet ihr in unseren Chats natürlich immer viel, viel schneller und ausführlichere Hilfe, gerade wenn es so ein bisschen individueller wird. Freue ich mich darauf, euch dort zu sehen. Und ansonsten war es das mit dem Staking-Video Nummer 2. Das dritte Video wird richtig spannend. Seid schon mal gespannt. Freue ich mich selber schon drauf. Und ja, in dem Sinne, erst einmal vielen Dank an Felix. Macht euch einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!